Mal sehen. Wo würde ich meine Konkurrenten loswerden? Ach, konzentrier dich, Rangel. Neue These. Feind, du bist eine Frau. Bist direktnal, bist böse, durchtrieben und intelligent. Was würde sie mit jemandem anstellen, um ihn verschwinden zu lassen? Sie denkt, ich hasse diese Schlampe aus tiefstem Herzen, weil sie für alles steht, was ich nicht bin. Alles ist, was ich nicht bin. Sie nimmt mir meinen Mann, meine Weiblichkeit, meine Familie. Sie wird nicht nur sterben, sie muss leiden. Leiden. Das ist es. Ihr Leidensweg muss schlimmer als das Ende selbst sein. Das ist ja alles schön und gut, aber wo soll denn der verfluchte Platz denn sein? Ach, Allwissender, wenn du mir nur ein bisschen helfen würdest. Gib mir ein Zeichen. Komm schon, ein kleines Zeichen, einen Fingerdeut. Irgendetwas. So etwas wie mich, Herr Bella. Sie sagen ja nichts. Sprachlos. Überrascht, mich hier vorzufinden. Überrascht? Nein, nein, nicht. Ich habe mich schon gewundert, wo Sie bleiben. Ihr Assistent meinte, Sie hätten einen dringenden Termin wahrnehmen müssen. Tja, wenn es mein Assistent sagt, dann wird es wohl stimmen. Aber was hat Sie, Herr Prelat, in mein Firmengelände verschlagen? Selbstverständlich ist es nur mein Interesse, um die Funktionsweise Ihrer Kompostieranlage besser zu verstehen. Und da Ihr Wissensdurst keinen Aufschub duldet, haben Sie beschlossen, nicht unnötig auf mich zu warten. Im Alten Testament heißt es, das Ende eines Dinges ist besser denn sein Anfang. In diesem Sinne wollte ich zu einem schnellen Ende kommen, ohne Ihre Zeit unnötig zu strapazieren. Wie rücksichtsvoll von Ihnen. Und da ich annehme, dass Ihr Wissensdurst gestillt ist, ist auch Ihr Besuch beendet. Ja, kann denn der Durst nach Erkenntnis denn je gestillt sein? Irgendwo, fern oder womöglich ganz nahe. Lauert doch stets die universelle Wahrheit. Dann wird diese universelle Wahrheit hier irgendwo da draußen liegen. Denn das Einzige, was Sie hier finden werden, ist Erde. Kompostierte Erde. Das steht auch im Polizeibericht. Polizei? Sie hatten Besuch der Polizei? Das ist mir neu. Warum das? Die Polizei war hier, hat alles auf den Kopf gestellt, um die Vermisste zu finden. Der Umstand, dass ich in all meiner Freiheit vor Ihnen stehe, möge der Beweis für deren Ergebnis sein. Finden Sie nicht auch? Gibt es denn neue Hinweise im Fall Alxel? Wieso? Ja, weil Sie Frau Alxel gerade als Verschwundene bezeichnet haben. Ach, Verschwundene, Vermisste, Entführte. Wo liegt da der Unterschied? Niemand weiß, wo sie ist, es gibt keine Leiche und auch keine Spur zu ihr. Sie wirken so kühl. So distanziert, so als würde sie das alles nichts angehen. Haben Sie denn gar kein Mitgefühl? Eine Frau, Christin, jung, attraktiv, in den Händen eines perversen Triebtäters? Sie amüsieren mich, wie Sie immer Ihre Köder auswerfen und dabei nie was am Haken haben. Triebtäter, sagten Sie. In den Händen eines Triebtäters hätte die sich sogar sehr wohl gefühlt. Und, wie man hört, auch in den Händen der Geistlichkeit. Hüten Sie sich vor solchen Spekulationen. In einer so christlichen Gemeinde will man doch keinen Geistlichen zum Feind haben. Sieh an. Der Unantastbare hat auch einen wunden Punkt. War nicht wirklich Ihre Absicht. War wohl der Alkohol, die Magie der Nacht. Da verfällt man schon einmal einer Schlampe. Genug jetzt! Ja, genug habe ich auch. Frauen, die Männer verführen und Familien zerstören. Von Männern, die auswärts nicht widerstehen und zu Hause nicht stehen können. Und von Geistlichkeiten. Und dabei nicht sehen, wen sie eigentlich vor sich haben. Sie sagen es. Sehen, wen ich vor mir habe. Sie ist hier und dennoch unsichtbar. Julia! Bist du da drinnen? Sag was! Warte, ich hol dich raus. Ist ja lächerlich. Sie hier nur betont, viel betont. Und dahinter Erde, Tonnen von Erde und Kleinstlebewesen, die alles zersetzen, was einst auf Erden lebte.
Sie sind ja krank. Öffnen Sie den Silo oder ich schwöre bei Gott, dass ich... Was? Na, sagen Sie schon. Was schwören Sie? Wenn Sie etwas angetan haben, dann bringe ich's um. Das glaub ich nicht. Und jetzt gehen Sie, bevor Sie gegangen werden, Herr Prälat. Ich krieg Sie schon noch. Verlassen Sie sich darauf. Guten Morgen. Irgendwelche Beschwerden? Wie stirbt es sich diese Tage? Ich hab's mir anders überlegt. Wenn ich heraus bin, werde ich nicht nur deinen Mann nehmen, ich werde deine ganze Familie fertig machen. Nimm deine Strafe an und du wirst Frieden finden. Ja, finden wird man mich. Dann wird dir dein pseudo-religiöses Geschwafel auch nicht weiterhelfen. Dann heißt es lebenslänglich. Gefangenschaft für geistig abnorme Rechtsbrecher. Ich werde wieder gesund. Aber du Miststück, du verrottest niedergespritzt in Einzelhaft, in Isolation. Obwohl, so allein wie du bist, ohne wirklichen Mann, ist dein Leben schon Strafe genug. Und in deinem vereinsamten Innern weißt du, dass du schon lange tot bist. Sehr lebendig für eine Tote, nicht wahr? Und wer soll dich finden? Dein Mann? Der sucht nicht einmal nach dir. Die Polizei, die war da, hat alles durchsucht. Gefunden haben sie nichts. Mauritz, wie bitte? Du bist so schwer zu verstehen. Mauritz, er wird kommen, ich weiß es, und dann... Er war da und ging wieder. Hast du von seinem Besuch gar nichts bemerkt? Wo er doch nur 2 Meter vor dir stand. Interessant, wie schallisolierend doch Humus wirkt. Er war da? Das sagte ich doch gerade. Die Würmer werden doch nicht dein Kurzzeitgedächtnis angegriffen haben. Und wie ist das? Genug Aufmerksamkeit, Miststück! So, und jetzt stirb! Den Gefallen kann ich dir leider nicht antun. Aber in Sachen Sterben habe ich ein Präsent für dich. Was glaubst du, ist da drinnen? Ist mir doch scheißegal. Das, meine Liebe, ist der Microphorus carabeus. Ein Hybridkäfer. Eine Mischung aus Pillendreher- und Totengräberkäfer. Interessant, was? Und weißt du, was das Gute an diesem Freund ist? Fazerelle! Das Beste an diesem Auffresser ist seine Stärke und sein Hunger. Sogar seine Larven ernähren sich von Knochen. Und das von menschlichen Knochen, die doppelt so hart sind wie Granit. Faszinierend, nicht wahr? Und von dort, dort oben kommt die eigentliche Überraschung. Aus diesem Rohr wird es in Kürze tausende Käfer regnen. Kleine Käfer mit großem Appetit. Du krankes Stück Dreck. Irgendwann wirst du dafür bezahlen. Irrelevant, meine Liebe. Am Ende bleibt nur ein Häufchen Elend. Eine Handvoll Humus. Du bist schon tot. Weißt es aber noch nicht.
Eminenz, ich bitte euch, dafür ist die Zeit doch noch ein wenig unchristlich. Wer sagt das? Oh, gütiger. Das war wohl nicht der erste morgendliche Erfrischer, den ihr zu euch genommen habt. Setz dich und leiste mir Gesellschaft. Wie ihr meint, Exzellenz. Ein großer Schwarzer würde uns wohl beiden gut tun. Sei nicht rassistisch, du Strolch. Hier gibt's nur Kaffee. Ja, das sehe ich. Es sind die Frauen, die es mir angetan haben, Ferdinand. So, jetzt ist's heraus. Zölibat hin, Zölibat her. Ein Mann Gottes ist auch nur ein Mann. Da draußen gibt's mir nicht so viele gute Menschen wie ich. Wie mich. Alles Lügner und Mörder. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Sie spucken dir ohne Skrupel ins Gesicht. Ihr meint Frau Reckner? Angelogen hat sie mich und verhöhnt. Die hat ganz genau gewusst, dass ich weiß, dass sie Julia umgebracht hat. Dann wisst ihr, dass Frau Alxel tot ist? Mit Bestimmtheit? Das ist ja das Problem. Was weiß man schon? Nichts weiß man. Ehe man nicht weiß, wie man es beweisen kann. Verstehst du, weiser Mann? Aus unerfindlichen Gründen tue ich das. Ja, können wir nicht dennoch die Polizei bitten, den Silo noch einmal genau in die Lupe zu nehmen? Warum sollten Sie das tun? Sie waren ja schon einmal hier. Nichts gefunden. Ohne neue Beweise tun die gar nichts. Ach, was für ein Elend. Nein, Monsignore. Elend ist nur das Aufgeben selbst. Ist die Verweigerung der Aufgabe. Wir brauchen Beweise. Dann müssen wir ihm solche finden. Und jetzt ist Schluss mit dem Alkohol. Was haben wir denn bis jetzt? Wir nehmen an, dass die Recknall Frau Alxel gefangen hält. Oder Gott bewahre, schon umgebracht hat. Sie hat ein Motiv. Und ihr Alibi, sie war allein zu Hause, ist eigentlich keines. Wir müssen demnach nur eine beweisbare Verbindung zwischen ihr und dem Opfer herstellen. Exakt das ist es. Dass ich nicht früher darauf gekommen bin. Bitte worauf? Julias Auto wurde doch ausgebrannt, unweit von Recknals Gelände gefunden. Soweit so bekannt. Und weiter? Na, dort gibt's Kameras. Kameras? Die die Polizei nicht gefunden hat? Richtig, weil sie von deren Existenz gar nichts wusste. Dass ich das richtig verstehe, Exzellenz. Das heißt, es könnte Bilder von dem Fahrzeugbrand geben. Bilder, die Frau Recknall zeigen und damit einen direkten Zusammenhang zum Tod von Frau Alxel herstellen würden. Mörder, Mörder, Mörder! So eine Verfluchte, das gibt's ja nicht! So ein Miststück! Sprach ihr mit dem von Bildern, die Frau Recknall überführen könnten? Das ja, nur sind die Kameras vernetzt, verstehst du? Da ist kein Band, das man herausnehmen und abspielen kann. Die Aufnahmen werden digital aufgezeichnet und zentral gespeichert. Es tut mir leid, ich verstehe immer noch nicht. Oh. Alles wird bei den Recknals gespeichert. Die Daten laufen mit ihrem Firmenserver zusammen. Verstehst du jetzt? Deswegen hat sie den Wagen auch dort ausbrennen lassen, weil sie gewusst hat, dass in diesem Gebiet nur ihre Kameras sein würden. Kameras, zu deren Daten sie alleine exklusiven Zugang hat. Ja, Ferdinand, so kenne ich dich ja gar nicht. Alkohol ist keine Lösung. Aber ein Anfang! Und wenn, so fürchte ich, der Herr uns nicht mit einem Wunder beschenkt, auch das Ende. Zumindest für die arme Frau Alxel. Wunder, dann fang schon mal zum Beten an. Unser Manitou lässt zwar ganz gern mal einen Busch brennen, aber hier bei uns sieht's mit Wundern ziemlich traurig aus. Deswegen werde ich den Einbruch auch alleine begehen. Einbruch? Aber man sollte sich nie allein in die Höhle des Löwen wagen. In dieser Sache wird nicht verhandelt. Aber... Das ist mein letztes Wort.
Sehr geehrte Festgäste, im Namen der Firma Recknal und seiner Belegschaft darf ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen bedanken. Wie Sie wissen, feiern wir heute unser 50-jähriges Firmenjubiläum, zu dem ich Sie hiermit in tiefer Dankbarkeit willkommen heiße. Die Jahre des Aufbaus waren hart und entbehrungsreich. Und so möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, mich bei meinem Vater für die jahrzehntelange Aufbauarbeit und sein Engagement zu bedanken. Gott hab dich selig, Papa. Hört sie an, Exzellenz, wie scheinheilig sie sich von der Menge feiern lässt. Warte nur, dein Weinchen nicht wird nur von kurzer Dauer sein. Wir wollen nichts verschreien. Noch haben wir nichts gegen sie in der Hand. Aber wenn die CD wirklich da ist und das ominöse Datenmaterial beinhaltet, dann haben wir sie überführt, ja. Aber bis es soweit ist, halten wir den Ball flach, klar? Jawohl, flach halten. Also, ich gehe jetzt rein, du bleibst hier. Falls jemand kommt, klopfst du zweimal an die Tür, um mich zu warnen. Dann spazierst du mit der Person ein Stück und verwickelst sie in ein Gespräch. Egal, was passiert, Hauptsache, sie kommt nicht rein. Beobachten, klopfen, spazieren. Verlass dich auf mich. Eher werde ich mein Leben geben, als die Mission zu gefährden. Es muss ja nicht gleich dein Leben sein. Also, ich gehe jetzt rein. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, gilt es täglich, die Grenzen des Machbaren zu überschreiten. Zu überschreiten, um der Glorie des Gründergeistes gerecht zu werden und gleichzeitig gegenwärtigen Herausforderungen die Stirn zu bieten. Am Ende des Tages sind es Sie alle, ist es Ihre Zufriedenheit, die jedes Opfer lohnt. Denn Opfer können nicht zu groß sein, solange das daraus resultierende Produkt unser aller Leben verbessert. Deswegen bin ich stolz, Ihnen unseren neuen Komposthumus zu präsentieren. Humus, vermeintlich tote Erde, in der dennoch alles Leben steckt. Altes Leben, das Ihren Gärten, Ihren Äckern neues Leben einflößt. In diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß am Buffet. Danke. Werte Frau Recknal, welch eine tolle Rede. Hallo Ferdinand. Kann mich nicht erinnern, deinen Namen auf der Gästeliste gesehen zu haben. Ja, der allgegenwärtige Fehlerteufel scheint auch vor Ihnen nicht halt zu machen. Aber wo wir schon so nett plauschen, lassen Sie uns doch ein Stückchen gehen. Es gibt so viel zu bereden. So, so. Und was steht so Wichtiges an? Eine gute Frage, Frau Recknal. Kommen Sie, lassen Sie uns noch ein Stückchen gehen. Hast du was getrunken? Getrunken? Sie meinen dem Feuerwasser zugesprochen? Ja, wohl das. Nein, ich bin vollkommen nüchtern, Verehrteste. Und worüber willst du mit mir reden? Über dieses und jenes. Das Leben in seiner Endlichkeit, Kommen und Gehen des Seins. Irgendetwas stimmt nicht mit dir, Ferdinand. Du solltest dich ausrasten oder durchchecken lassen. Übrigens, wo ist denn dein geistlicher Begleiter? Ja, du weißt schon, der auch nicht auf der Gästeliste steht. Ach, der? Den habe ich schon ewig nicht gesehen. Keine Ahnung. Unser Monsignore ist gleich einem Lichtstrahl. In einem Augenblick hier, im nächsten schon wieder weg. Ein ewig reizender. Aha. Thank you.
Amen. Amen. Haltung. Wir, die wir klein und verletzlich sind, sollten stets darauf bedacht sein, Haltung zu wahren. Denn sie ist Ausdruck unserer Demut. Und nur den Demütigen wird Gnade widerfahren. Sehr wohl, Vater. Hast du mit was Dankbarkeit, Hingabe und Glaube an das Heiligste manifestiert? Hier, Eminenz. Brav, mein Kind. Doch bevor wir diesen Vertrag im Namen Roms an uns nehmen, fragen wir dich ein letztes Mal. Bist du freien Willens, die Konsequenzen dieser Übereinkunft zu tragen? Jawohl, Eminenz. Schwörst du Gott dem Allmächtigen, Schöpfer alles Guten, bis zum Ende deiner Tage in Liebe und Hingabe ergeben zu sein? Schwörst du seinem irdischen Vertreter, in Treue zu folgen bis zum Ende? Jawohl, Eminenz. So sollen deine Sünden vergeben sein. Danke, mein Vater. Danke nicht uns. Dein Glaube hat dich gerettet. Wir sind nur Handlanger, Diener eines Höheren. Doch nun, da dieser Vertrag besiegelt ist, erneuere dein Gelöbnis und dann gehe hin in Frieden. Bemerkenswert, so knapp vor der eigenen Inhaftierung und trotzdem im Stimmungshoch? Ich bin, wenn Sie so wollen, in freundschaftlicher Agenda gekommen. Oh, in freundschaftlicher Agenda also. Und was ist, sofern Sie die Frage gestatten, der Zweck dieser freundschaftlichen Agenda? Aber bitte, nehmen Sie Platz. Also, genug der Spielchen. Was wollen Sie? Wenn Sie glauben, dass ich Ihnen das Videomaterial überlasse, irren Sie. Wenn Sie hoffen, der Polizei ein weiteres Mal zu entrinnen, irren Sie ebenso. Einzig die Beichte können Sie diesem Haus ablegen. Und selbst diese wird Sie vor den irdischen Konsequenzen Ihres Tuns nicht retten. Ich wollte nicht beichten, aber danke für das Angebot. Lassen Sie sie frei, Eva. Es hat doch keinen Sinn, das Offensichtliche weiter zu leugnen. Ins Gefängnis gehen Sie so oder so. Aber wenn Sie ihm hier noch etwas für Julia tun, sie aus dem Silo lassen, wird Ihnen das dort womöglich behilflich sein. Mein lieber Herr Prälat, machen Sie sich um ein jenseitiges Befinden keine Sorge. Wo ist Julia? Wo haben Sie sie hingebracht? Ein bisschen hier, ein bisschen dort. Wer weiß das schon so genau? Also doch, sie haben sie umgebracht. Sie zerstückelt und ihre Leiche vergraben, als wäre sie eine... Eine was? Eine Schlampe? Was war denn diese Alxel wirklich? Eine Ehebrecherin war sie. Eine Unperson, die nicht nur Männer, sondern ganze Familien ins Unglück stürzte. Eine Person, die alles zerstörte, was die anderen sich aufgebaut haben.